Ja, dann sage ich einmal Hallo und herzlich willkommen zu der Wesenheitenschulung. Ich bin eben jetzt seit, boah, also ich bin jetzt 43 Jahre alt, bin der Waldguru, der Robert Bugelnick, und bin jetzt seit, boah, über 25 Jahren Energetiker. Ich habe mit 17 begonnen. Ich habe meine ganze Kindheit mit Geistern und Verstorbenen zu tun gehabt. Und ich habe wirklich Angst gehabt vor den ganzen Dingen. Also das hat mich wirklich beschäftigt, das Kind. Und wo ich damals mit 17 meinen ersten energetischen Lehrer getroffen habe, war meine erste Frage: Wie kann ich Wesenheiten verprügeln? Okay, das war meine erste Frage an meinen Lehrer. Und so hat es dann begonnen. Und er hat mir damals dann ein gutes Buch in die Hand gedrückt, gell? Einen magischen Einweihungsweg von Franz Bardon, den Weg zum wahren Adepten, und hat gesagt: So, da lernst du das, was du wissen willst. Ja, und dann habe ich mich eben in die Richtung entwickelt und habe auch viele eben energetische Anwendungen gemacht, mit mir selber, mit anderen Leuten, und viele Prozesse begleitet. Und auf diesem Weg bin ich immer wieder auf Wesenheiten gestoßen. Also immer wieder in der geistigen Schau, wenn man eben dann so behandelt. Sieht man, wow, auf einmal sieht man halt irgendeine Fratze, oder man sieht irgendwas da im Energiesystem drin liegen. Irgendwas Wurmartiges oder Insektenartiges oder Außerirdischenartiges oder irgendwelche Formen, die halt jetzt nicht mehr an eine Wesenheit erinnern und so weiter. Also, ich habe das Phänomen dann intelligente Energie genannt und habe dann angefangen, mit diesen intelligenten Energien zu experimentieren. Und in den meisten Fällen, also bei mir selbst in Meditation, bin ich in alle möglichen Chakrenbereiche. Da habe ich mich eben rein meditiert. Ich habe, weiß nicht, wie viele 1000 Stunden in meinem Chakrensystem verbracht und habe da eben Heilarbeit gemacht. Ich habe da so eine Meditation verwendet mit so einem Chakrenlift. Da gehe ich rein, drücke die jeweilige Farbe, fahre mit dem Lift in das jeweilige Kapitel und mache die Tür auf und schaue, was dann da los ist. Und ich sage euch eins: Ich bin da, weiß nicht wie oft, ins gleiche Chakra gefahren, und ich bin immer in einer anderen Lebenssituation rausgekommen, und da war halt dann immer irgendwas los. Das habe ich dann eben mit Licht und Liebe dann eben aufgelöst, geheilt, angenommen, vergeben, was auch immer notwendig war, um das eben zu lösen. Aber manchmal sind dann so grausliche Dinge aufgetaucht oder auch schöne Dinge oder auch irgendwelche Menschen. So, und dann habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Jeder, der von euch viele energetische Behandlungen macht, und da sind ein paar von euch dabei, die wissen das. Es gibt manchmal, taucht so eine innere Person auf, die ist entweder schön oder schier oder ein komplettes Monster, aber die kriegt man nicht raus, die kriegt man nicht weg. Und wenn man wirklich mit ihr arbeitet, verwandelt sie sich zurück in einen eigenen Archetypen. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die in uns hässlich ausschauen, die aber eigentlich nur ein hässlich gewordenes inneres Kind sind oder ein hässlich gewordener innerer Persönlichkeitsanteil, ein verdrängter Teil, der mit der Zeit dann hässlich ausschaut. Ich habe als Kind zum Beispiel immer den gleichen Albtraum gehabt, meine ganze Kindheit lang. Da ist ein Tiger aufgetaucht und der hat mich verfolgt. Ich bin weggerannt, wow, ein Tiger, und der Tiger hinterher. Okay, und irgendwann hat er mir in die Ecke gedrängt, dieser verdammte Tiger, und hat mir den Penis abgebissen. Und ich war, nein! Okay, und das war so demütigend und verletzend und total scheiße. Okay, und dann war der Traum zu Ende. Ich war wach, der Tiger hat meinen Penis gefressen und toll. So, und diesen Traum hatte ich hunderte Male und ich wusste nicht warum. Okay. Irgendwann habe ich davon gelesen, aber eben dann schon 17, habe meine ersten energetischen Ausbildungen gemacht und habe dann so gelesen, dass es sein kann, dass es irgendwie ein Aspekt von mir ist, dass es etwas ist, was ich quasi verdränge und was ich dämonisiere, etwas, was ich als böse erachte, was aber eigentlich vielleicht sogar Teil von mir ist. Und ich dachte, okay, interessante Theorie, die probieren wir jetzt in der Praxis. Und ich habe gewartet, bis der Tigertraum wiederkommt. Und was ist? Der Tiger ist gekommen, ich bin davon gelaufen, ich hatte wieder Angst, er hat mir wieder den Penis abgebissen. Okay, tolle Sache. Warum? Was ist da falsch? Und dann habe ich mich da rein meditiert und habe diesen Tiger versucht zu finden in mir. Ist mir aber damals dann nicht gelungen.
Und eines Nachts kam der Tigertraum wieder. Ich war damals dann schon bewusster, geschult und habe gewusst, okay, ich laufe nicht davon. Ich laufe einmal nicht davon, okay? Ich lasse mich aber auch nicht den Penis abbeißen. Also so ist ein Mittelding, okay? Nicht weglaufen und nichts abbeißen lassen. Und dieser Tiger ist gekommen und er war so bedrohlich, dass ich wieder weggelaufen bin. Okay, dann bin ich durch so eine Glastüre gelaufen, habe die zugehalten, ganz panisch. Und der Tiger hat drauf geprangt auf diese Glastüre und hat richtig Action gemacht. Gell? Und dann habe ich endlich den Mut gefasst und gesagt, okay, dann beißt man halt wieder den Penis ab, scheiß drauf. Wuff, und habe die Türe aufgerissen und habe die Arme ausgestreckt und einfach nur Liebe ausgestrahlt. Und plötzlich ist dieser Tiger mir um den Hals gefallen und hat mich umarmt und hat mich geliebt und hat mich gekuschelt und hat reingeschnurrt in meinen Kopf. Und es war so schön. Und plötzlich habe ich gesehen, okay, das war nur eine Angst. Ich hatte nur Angst vor diesem Tiger, vor diesem Penisabbeißen. Okay, und dann, zack, zack, habe ich da können reinspüren und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich wurde als Zweijähriger im Krankenhaus beschnitten. Ich habe so eine Vorhautverengung gehabt und die haben mich beschnitten als Zweijähriger. Oh, der Tiger, der an den Penis abbeißt. Aha, weil damals als Zweijähriger habe ich das nicht verstanden. Hat mir ja keiner gesagt. Es war halt dann einfach schmerzhaft und ich war dann verwundet. Okay, das habe ich gecheckt. Und das hat sich in meinem Unbewussten dann in hunderte beschissene Tigerbeißt mit den Penisabträume verwandelt. Das heißt, das war jetzt eigentlich nur ein traumatisches Erlebnis, das sich in Form eines Tigers in meinem Traum gezeigt hat. Okay, das heißt, so eine Fälle gibt es millionenfach, verschiedenste Sachen. Leute fühlen sich von irgendwas verfolgt, laufen immer weg, bleiben nie stehen. So, wenn du dieses Phänomen erlebst, bleibe stehen, wage es stehen zu bleiben, öffne dein Herz und lass geschehen, was geschieht. Und du wirst plötzlich wieder zu dem Schmerzpunkt finden und kannst ihn dann heilen. Okay, das heißt, innere Personen können sich in Monster verwandeln. Das sind aber dann keine Wesenheiten und die kann man weder töten noch rausreißen. Bitte alle muten. Die kann man weder töten noch rausgeben. Die gehen einfach nicht weg. Dann weißt du, okay, das ist keine Wesenheit. Also daran erkenne ich in der Praxis, dass das keine fremde Wesenheit ist, sondern dass das ein Teil von dem Menschen selbst ist. Ein Persönlichkeitsanteil. Sorry, irgendwo jemand quatscht. Bitte das Mikro ausschalten. Danke. Ja, genau du. Ja. Sorry, Birgit, einfach auf die Mikro-Taste drücken. Ja, ich weiß, ich. Kein Problem. Das heißt, das sind diese inneren Archetypen oder eben inneres Kind. Kann total hässlich werden. Ein traumatisiertes inneres Kind schaut total hässlich aus. Ja. Ist es aber nicht. So, das ist nur, weil ich selbst es ablehne, weil ich selbst es dämonisiere. Passt. So, das heißt, das ist diese Kategorie der eigenen inneren Persönlichkeiten, die eben dunkel werden. Okay, die braucht man im Grunde nur mit Liebe empfangen. Nur mit Liebe annehmen. Komm her, du hässliches kleines Monsterkind, komm her. Okay, und das kleine Monsterkind hockt da das Messer ein, während du es hopperst. Okay. Ist in Ordnung, komm, sei liebevoll. Einfach liebevoll annehmen. Ja, so, das ist die eine Kategorie. Und dann gibt es die nächste Kategorie von intelligenter Energie, die man eben entdecken kann in einer Aura. Und das wäre folgendes, nämlich man trifft oder findet in sich so Ort von Energien, die schauen meistens aus wie so Würmer oder so käferartig oder so mit langen Schwanz. Das sind einfach so Energien, die irgendwo drinstecken. Die können so in der Brust drinstecken oder so im Bauch oder ganz viele in so kleine Blasen. Oder das sind im Grunde, wenn es keine innere Persönlichkeit ist, dann ist es einfach nur Fremdenergie oder eigene Gefühlsenergie, die im Laufe der Zeit gammelig worden ist. Das heißt, und die intelligent worden ist. Manchmal wird Energie auf einer gewissen Dichte wird intelligent, weil bei uns ist alles lebendig. Das Feuerzeug hat genauso ein Bewusstsein wie eine Pflanze, wie ein Tier, wie irgendwas. Also bei uns lebt ja alles.
Und wenn Energie eine gewisse Dichte erreicht, dann kriegt sie ja Intelligenz. So, es gibt dort zwei Möglichkeiten. Gell? Ich kann mit meinem eigenen Geist jede Energie beleben. Wir haben Schöpferkraft. Das heißt, wenn da Energie, nehmen wir an, da ist irgendwie so ein schwerer Brocken irgendwo drin und den spüre ich und ich würde sagen, hey, das ist eine Wesenheit, dann kann ich es im Moment zu einer Wesenheit machen. Ich kann ihm Intelligenz verleihen. Ich kann ihm Leben verleihen, diesen Müll. Ja? Das heißt, es gibt eine Klasse von Wesenheiten, die besteht eigentlich, das ist nur energetischer Müll. Die hat keine eigentliche Seele oder so, sondern das ist einfach intelligent gewordener energetischer Müll, den ich irgendwo abgelagert, irgendwo konzentriert habe und den ich dann irgendwie, entweder hat sich selbst durch die eigene Dichte, ist es sich bewusst worden, hey, ich bin jemand, oder es ist durch mein, oh, da ist was, da, ich bin besetzt, da ist was, also durch meinen Glauben lebendig worden. Das zeigt sich in der Praxis so, ich mache irgendwo eine Behandlung und dann schaue ich gleich mit meinem dritten Auge, also ich schließe die Augen, scanne den Menschen, stelle ihn mir vor in seiner vollkommenen Perfektion und dann sehe ich, was nicht perfekt ist. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen dann. Du kannst dir perfekte, diese Perfektion nur vorstellen, wenn das andere auch perfekt ist. Wenn es nicht perfekt ist, dann wird es komisch, dann schaut es komisch aus, dann kriegst du das Bild nicht schön. Das ist das Zeichen dafür, dass da was nicht passt. Wenn du das Bild schön kriegst, gleich einmal, dann ist da kein großes Problem. So, und wenn du diesen Menschen in dieser vollkommenen Perfektion in deinem Geist betrachtest und dieses Bild der vollkommenen Perfektion über diesen Menschen drüber legst, dann siehst du plötzlich da Flecken, dann siehst du irgendwelche Dinger drin stecken oder in deine Waffen oder in deine Teile oder in deine Verbindungen weg. Dann gibt es mannigfaltige Ebenen, auf die man sich eben fokussieren kann. Ich kann schauen, gibt es da Verstrickungen, die irgendwo hinführen, stecken da Sachen drin, was sind da Wesenheiten. Das heißt, ich kann mich dann mit meinem Geist, wie beim Fernsehkanal, sorgen, ich scanne auf Wesenheiten, ich scanne auf alte Energien, ich scanne auf Trauer, ich scanne auf Angst, ich scanne auf was auch immer. Das heißt, wenn du einen geschulten Geist hast, dann kannst du dich fokussieren auf einzelne Frequenzen und dir das dann anschauen. So, und dann sieht man oft einmal eben sowas drin liegen. Und wenn du mit dieser Blockade arbeitest, dann bewegt es sich. Die hat Eigenleben. Eine normale, unintelligente Gefühlsblockade, da ist einfach nur eine Gefühlsblase irgendwo da drin. Okay. Dann spürst du das, da ist irgendwas drin, da steckt eine Schwere, da ist irgendein komisches Gefühl drin. Aber wenn du dich darauf fokussierst, bewegt sich das nicht. Das bleibt einfach und schmilzt dann langsam. Und wenn du in der Liebe bist und einfach nur fokussiert drauf schaust, ist es einfach weg. Das ist keine intelligente Energie, das ist eine normale Blockade. Wenn du dich aber darauf konzentrierst und das Ding fängt sich auf einmal bewegen an und wandert auf einmal den Kopf auf oder wandert auf einmal den Fuß auf, dann haben wir da Eigenbewegung. Okay? Eine Bewegung, die nicht ich mit meinem Geist ausgelöst habe, sondern diese Energie ist intelligent und kann sich bewegen. Okay. In dem Moment kriegen die meisten Leute ein bisschen Angst. So, das bewegt sich. Ja, ist ja überhaupt nicht notwendig. Die kennen gar nichts. Die kennen ein bisschen rumschlurfen im Körper. Okay? Mehr kennen die nicht. Das, was sie können, machen sie eh die ganze Zeit. Nämlich, sie bringen eine Stimmung. Wenn du so ein Bewegungsintelligent-Energie in dir drin hast, dann macht die Stimmung, nämlich genau die Stimmung, aus der diese Energie besteht. Wenn das eine Depressionsenergie ist, fühlst du dich schwer und wenn das eine Angstenergie ist, dann hast du da immer Angst. Und also je nachdem, aus was für einer Energie eine Blockade besteht, diese Stimmung verbreitet diese Energie dann. Genau. Und das heißt, in dem Fall einfach den Fokus halten, wenn das Ding weiter wandert, einfach den Fokus halten. Bleib einfach auf der Blockade. Und egal, wo das hinwandert, verfolge es. Verfolge es. Und durch dieses Verfolgen und durch diese emotionale Annahme wird dieser Wesenheit Energie entzogen. Die pufft dann einfach durch die Aura raus. Das heißt, dieses Gefühl oder diese intelligente Energie kann sich nur so lange in dir halten, wie du sie nicht beachtest. Solange du sie verdrängt haltest, du spürst sie und denkst da, und denkst an was Schönes. So, dann behaltest du.
ist ein Schmodder. Wenn du aber sagst, oh, da ist was, und du fühlst genau drauf und das fängt wandern an und du bleibst mit dem Fokus, zack, 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 einfach drauf, dann schmilzt das. Das wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und dann ist es weg. So, erledigt. Das war nur quasi intelligente Energie. Das war jetzt noch nicht wirklich groß handlungsfähig. Das ist einfach nur etwas, was in dir halt entstanden ist und wo du, das du einfach zu Ende fühlen kannst, ohne Probleme. Das ist quasi nichts hochintelligentes, göttlich Geschaffenes. Das ist einfach nur eine normale Energieblockade. So eine Dinge erzeugt jeder irgendwie in sich durch Wiederholung. Das heißt, so eine Sache, also zum Beispiel ein Gedankenmuster, ist ja eine Abfolge von Gedanken, die immer nach der Reihe gedacht werden. Die lösen meistens auch Gefühle aus. So, und wenn du ein Gedankenmuster hast, was du eben pflegst, was du eben kultivierst, weil du es nicht bearbeitest, es einfach sein lässt, es gewähren lässt in deinem Mikrokosmos, dann wird es im Laufe der Zeit immer mehr Gefühlsblockaden schaffen, die im Laufe der Zeit wieder ein Eigenleben entwickeln und die dann anfangen martern. Das heißt, zuerst sind es nur Gedanken, dann kommen schon Bilder, Filme und eben Gefühlsflashes. Das heißt, umso stärker diese intelligenten Energien werden, umso mehr können sie dir Bilder, Filme und Gefühlsflashes vermitteln. Das heißt, ein typisches Angstwesen arbeitet so. Du liegst im Bett, denkst nichts Schlechtes, auf einmal geht es, siehst irgendwas Schieres und kriegst ein Gruselgefühl. So, was macht das Wesen? Das sieht dich und sieht, du hast verdrängte Angst und denkt sich, lecker. Okay, der ist lecker, den werden wir jetzt ernten. So, dann geht die Wesenheit dazu und liest einmal in deiner Aura, okay, was macht denn dir Angst? Ah, okay, oh, da haben wir einen coolen alten Film, der macht dir Angst, das ist cool. So, zack, dann nimmt diese Wesenheit diese Information und putz, zack, dir nur Abbild. Die meisten Menschen erschrecken sich sofort und fangen an, Angst auszustreuen. So, das ist perfekt. Angstwesen, kann die Angst abernten, dir ein bisschen noch ärgern. Und meistens, wenn du es schaffst, einzuschlafen, ist der Spuk eh vorbei. Ja, dann hat das Wesen die abgeerntet und dann gibt es 2, 3 Möglichkeiten, nämlich entweder ist es ein ortsgebundenes Wesen, das heißt, es wohnt in der Wohnung, in dem Haus. Das ist quasi ein Angstwesen, was in dem Haus entstanden ist. Und auch wenn die Mieter dann ausziehen, bleibt dieses Wesen hier. Dann kommt ein neuer Mieter und wutz, 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 kriegt dann die Angstflashes. Und sagt, boah, wo habe ich noch nie Angst gehabt, aber in der Wohnung ist gruselig. Oder in dem Keller ist gruselig. Ja, ja, da wohnt ein Angstwesen. Okay? Da reicht, wenn Kinder wohnen und jahrelang Angst haben, wenn sie in den Keller gehen. Die Kinder erschaffen dann Wesenheiten, die dann wirklich kommen und die wieder anstreuen mit Angst und quasi ein Eigenleben entwickeln. So eine Dinger sind aber selten stark. Also die können nichts. Die können dir Bilder machen, Filme und komische Gefühlsflashes. Mehr können die nicht. Also brauchst du keine Angst haben. Hab keine Angst vor Bilder, Filme oder Gefühlsflashes. Dann können die gar nichts. Erschrecken die, kurz erschreckt und dann, aha, okay, ein Angstwesen. Wenn mir das passiert, dann mache ich das so. Ich liege zum Beispiel im Bett, bin irgendwo fremd. In irgendeinem Hotel oder sonst irgendwo. Ja, das ist meistens eben so eine Orte, wo viele Menschen durchwechseln. So, und auf einmal geht es, wutz, schiere Bilder. Irgendeine schieren Bilder. Dann erschrecke ich mich. Sag, was ist das? Okay, dann weiß ich, Angstwesen. So, und dann werde ich einmal ganz still. Also, ich spiele ja schon mit denen. Ich werde dann einmal, mache einmal Gedankenlehre als erstes, dass das Wesen nicht merkt, dass ich es bemerke, dass ich weiß, wer es ist. Okay, wir machen mal eine Gedankenlehre und schauen mal, was passiert und spüre, wie so in meiner Aura um Fuhrwerk das Ding und mir Stress machen probiert. Ich spüre dann einfach diesen Stress. Ich spüre das einfach. Und allein das nimmt dem Wesen schon Kraft, weil das Wesen muss jetzt Kraft aufwenden, muss Energie in mich investieren, um dann zu ernten. Die Rechnung muss sich ausgehen für das Wesen, weil wenn sie sie nicht ausgeht, verhungert das Wesen und verliert Energie und wird schwächer. Also wird es nur ein paar Mal probieren und dann wieder gehen, wenn es nichts kriegt. So, und in dem Fall liege ich jetzt da mit Gedankenlehre und spüre einfach, was da passiert. Verbrauche quasi die Energie vom Wesen. So, nimm die Angst an. Meistens resoniert es mit irgendeiner eigenen Angst in einem drinnen. Dann nehme ich die Angst auch gleich an und fühle die. So.
Das heißt, ich bin jetzt schon mitten in der Heilarbeit. Das Wesen kann jetzt schon komplett brausen gerne. Es verliert nur noch Energie, weil ich fühle dieses Wesen auch zu Ende. Das heißt, ich fühle dann auch die Energie von dem Wesen und fühle das auch zu Ende, transformiert es über mein Herz. So, wenn das Wesen jetzt nicht abhaut, lutsch ist leer und weg ist es. Okay? Das heißt, ich verbrauche die Angst vom Wesen, indem ich die Angst einfach in mir annehme und transformiere. So, die meisten Wesen oder die intelligenteren Angstwesen, es kommt davon, wie lange lebt dieses Wesen schon? Okay? Wenn das schon ein paar hundert Jahre alt ist, dann hat das auch was drauf. Dann hat das schon so viele Menschen verarscht und hat da schon gegen Magier gekämpft und hat schon gegen Hexen gekämpft. Das heißt, dieses Wesen hat dann schon was drauf. Ja? So, also ich liege jetzt da, Gedankenlehre, spüre das einfach. Dann schaue ich einmal, geistige Sicht, was ist da? Und schaue mir einfach einmal um, sehe ich dieses Wesen im Raum? Und das Lustige ist das, ganz viele Wesenheiten siehst du nicht. Die sind nicht da. Du schaust und schaust und schaust und siehst sie nicht. Wenn du aber rauszoomst, siehst du, dass das Wesen genau hinter dir sitzt. Genau da hinter dir, wo du nichts siehst. Und egal, wohin du dich drehst, du wirst dieses Ding nicht sehen. Also drehe ich mich ganz schnell um. Zack, wutz. Und dann schaue ich in irgendeine Fresse rein. In irgendeine hässliche Fresse. Weil die meisten Angstwesen schauen sehr hässlich aus. Ja, ja. Das heißt, dann schaue ich da einmal in so ein Gesicht. Und dann sage ich, hey, du. Warte, Mann. Und meistens erschreckt sich dann das Wesen so, der sieht mich, okay, der nimmt mich wahr. Die meisten Wesen werden ja von den Menschen gar nicht wahrgenommen. Die machen die Leute fertig und die checken gar nichts. Die hauen sich gegenseitig die Schädel ein. Unter Wesenheiteneinfluss. Ja, ohne zu checken, dass das eine fremde Energie ist, die sie eigentlich gerade in eine Stimmung versetzt, in eine aggressive, in eine, was auch immer, in eine Saufstimmung, in einer Drogenstimmung, in einer irgendwas für Stimmung. Okay. Das heißt, dann schaue ich dieses Ding einmal an. Okay. Und wenn du es dann siehst und anschaust, dann wird dieses Wesen versuchen, alles auszuspielen, was es jetzt hat. Es wird ja schiche Bilder machen, komische Gefühle, Panikflash oder sonst irgendwas. Okay. Und wenn du einfach nur cool bleibst, so ruhig atmest, und diesen Horrorfilm genießt quasi, dann merkt das Wesen, scheiße, da komme ich nicht weiter. Der Typ hat mir jetzt schon meine halbe Kraft gekostet und gibt immer noch nichts zurück. Okay? Und wenn du dann zu dem Wesen sagst, hey, ich habe keine Angst. Ah, wenn du gerade voll mit Angst bist, das Wesen pumpt dir ja gerade voll mit seiner Panik. Okay? Und du musst auch nur spüren, na, das ist nicht meine Energie. Ich spüre die Angst, ich fühle den Stress, aber ich habe keine Angst. Und wenn du das zwei, dreimal sagst, dann meistens gibt das Wesen dann auf. Ja? Du kannst auch dann optional, ja? Also wenn das Wesen aufgibt, dann geht es eh. Aber es geht dann zum nächsten Menschen und macht die gleiche Nummer wieder. Irgendwann habe ich begriffen, nein, ich möchte nicht, dass dieses Wesen weitergeht und einen anderen quält, der sich nicht wehren kann. Also habe ich dann Techniken entwickelt, diese Wesen auszulöschen. Okay, wenn das einfach nur intelligenter Dreck ist, ja, also intelligente Angst, intelligente Wut, intelligente Aggression, intelligente Geilheit, intelligente was auch immer, dann ist das nur Müll, das ist keine Seele. Okay, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die kaputt zu machen. Du kannst sie entweder eben zu Ende fühlen, du kannst die Wesenheit einfach über der Herz transformieren, zu Ende fühlen, leer lutschen. Weg ist es. So. Du kannst das Wesen zum Beispiel in etwas einfangen. Das heißt, du nimmst zwei Halbkugeln, zwei Lichtkugeln, undurchdringliche Lichtkugeln, das musst du halt vorher schon wissen, und machst zack und schnappst da das Ding einfach einmal. Dann hast du es da in der Kugel und dann kannst du diese Kugel versiegeln und irgendwo ins Weltraum schießen, zum Beispiel. Dieses Wesen wird da drin verhungern. Wenn es nicht rauskommt, wird es verhungern. Wenn es im Weltraum frei wird, kann es sich meistens nicht bewegen. Die hängen dann so im interstellaren Raum und verhungern einfach. Und wenn sie verhungern, die lösen sich einfach auf, weil sie bestehen aus Aggression zum Beispiel. Und die sind einfach aggressiv. Und irgendwann verbrauchen sie sich selbst. Und sind wieder weg. So, das heißt, die Einsperren- und Irgendwohin-Methode funktioniert eigentlich ganz gut bei ganz vielen Wesenheiten. Dann magische Waffen. Ich habe immer ein Flammenschwert mit.
Das heißt, ich kann jederzeit mit einem Flammen, mit einem Feuerelement, kannst du Astralwesen schneiden, verbrennen, wehtun. Du kannst einer Wesenheit mit dem Feuerelement wirklich wehtun. So, das heißt, da kommt eine Wesenheit, ist lästig, ich habe keine Lust auf sie. Flammenschwert raus, am Formel angestochen, dann rinnt es aus, zerhockt, auseinandergezogen, Teile eingefangen, weg damit. So, erledigt, das war's. Okay, das gilt aber nur für intelligenten Dreck. Okay, das gilt nicht für Seelen. Okay, weil wenn du auf einer Seele umherhockst und umherschlagst und der Seele irgendwo, das bringt Karma. Intelligenter Dreck ist keine eigene Geschichte. Keine Ahnung, wie das da jetzt genau einfällt. Ja, ja. Dann gibt es die dritte Klasse. Die erste Klasse war ja eigene innere Person, eigener inneres Kind, ein Archetyp, der eben hässlich wird durch Verdrängung. Die zweite Kategorie war jetzt der intelligente, emotionale Dreck. Intelligenter Dreck. Okay, passt. Den kann man auslöschen, verbrennen mit einer violetten Flamme, mit dem Christuslicht schmelzen. Das kann man mit Fülllicht eben schmelzen, auflösen, verdampfen, in die Urenergie zurückführen, zerhacken, zerstückeln, entsorgen. Okay, das ist einfach Energie. So. Wenn du dann plötzlich Mitleid hast, okay, dann kannst du etwas Schönes machen. Nämlich auch etwas, was man mit den richtigen Wesenheiten nämlich dann auch macht. Nämlich du öffnest ein Portal ins Göttliche. Du öffnest ein Portal in die wundervollste göttliche Wirklichkeit. Ein Lichttor. Und da gibst du das Wesen einfach rein. Oder sagst, du kannst da gerne reingehen. Aber intelligenter Dreck will da nicht rein, weil da drin löst er sich einfach auf. Eine richtige Wesenheit will da normal rein, weil da drin ist echt schön. Das ist jetzt ursprünglich hier zu Hause. Aber intelligenter Dreck will da oft nicht rein. Aber den kann man dann nehmen und rein damit. Und dazu. So. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, ganz schnell Wesenheiten zu entsorgen. Und es gibt sehr viele von dieser Art von Wesenheiten. Eben ortsgebundene, in Hotels, überall, wo Menschen sich länger aufhalten. Da sind die unterwegs. Und dann gibt es die menschgebundenen Wesenheiten. Das heißt, das sind Wesenheiten, die bleiben immer bei dir. Die gehen nicht weg von dir. Die sind immer mit. Das Einzige, was sie machen bei einer Energiebehandlung, gehen diese Wesen aus dir raus und warten draußen. Du gehst rein, kriegst eine Energiebehandlung von der Energetikerin oder vom Energetiker. Alles in Ordnung, ein paar dunkle Verbindungen, okay. Vielleicht, man hat ja als Energetiker oft nur eine Stunde Zeit oder eineinhalb. Man kann oft nicht alles, was man gesehen hat, jetzt behandeln. Man muss sich auf irgendwas fokussieren. So, und wenn da einfach nur ein paar dunkle Verbindungen sind und etwas anderes, ein emotionales Problem ist da, dann kümmert man sich meistens um dieses vorrangige emotionale Problem und schaut nicht jeder dunklen Verbindung nach. So, wenn man aber danach schauen würde, würde man sehen, da draußen wartet einer, eine Wesenheit nämlich. Und sobald der Mensch wieder weggeht vom Energetiker oder von dem, der dem Wesen gefährlich werden kann, wupp, geht das Wesen, verschmilzt wieder mit der Aura, rutscht quasi wieder rein in den Menschen und geht wieder mit. Ja, außer der oder die Energetikerin sagt, hey, da ist eine dunkle Verbindung, der folge ja mal, hey, da hängt eine Wesenheit drauf und holt das Wesen quasi her. Dann kann man damit arbeiten. Genau, also das sind die menschgebundenen Wesenheiten. Die können aber in einem Tier genauso drin sein. Okay, also ja, nur wir Menschen sind sehr lecker, weil wir so viel Energie produzieren können. Wir sind Lichtwesen und Lichtwesen können Energien erzeugen. Wir können aus nichts Energie erzeugen. Das ist eigentlich ganz einfach. Du stellst dir einen kleinen Punkt vor mit Liebe, einen ganz kleinen Punkt. Okay? Und dann ziehst du diesen Punkt mit Liebe einfach größer. Dann machst du so eine richtig schöne Kugel aus Liebe und stellst dir vor, wie sich diese Kugel so richtig mit Liebe füllt. So, und dann gibt es einmal in der Herz. Dann hast du gesehen, Liebe. Wir können jede Energie jederzeit erzeugen. Du musst nur wissen, was du willst. So, du musst nur deinen Geist fokussieren können. Was hätte ich gerne? Ich hätte gerne eine leichte, fröhliche Heiterkeit. So, dann erzeugt dir eine leichte, fröhliche Heiterkeit und integriert sie. Fertig. Okay, also wir können Energien erzeugen. Wollte ich damit jetzt nur einfach sagen an einem praktischen Beispiel. Und deswegen sind wir ein super geeignetes Futter für alle Formen von intelligenter Energie.
Ja, so, und jetzt gibt es die dritte Klasse, die quasi Arschgeigenklasse. Okay, ist ein blöder Name. Also, das sind die richtigen Wesenheiten, okay? Die Wesenheiten mit Macht, okay? Die kennen viel mehr als wir nur Bilder, Filme und Gefühle erzeugen. Die kennen die Einlullen, die kennen die Manipulieren, die kennen die Besetzen bis zu 90%, 99% kennen die Lenken. Die kennen deine Stimmungen lenken, die kennen teilweise bis in den Körper eingreifen, dein Hormonsystem stören, deine Organsysteme stören, Krankheiten verursachen, Unfälle verursachen. Also alles. Also ich kann dir grundsätzlich etwas sagen. Wenn ein Mensch zu dir kommt und dir irgendetwas Fürchterliches antut, irgendetwas, dann ist zu 99% eine Wesenheit, die den Typen gerade reitet oder die Frau. Okay, zu 99% läuft da gerade ein Wesenfilm. Und diese Wesenheiten, eben, die ruhen, die warten auf ihre Chance, die sind einfach da und machen Stimmung. Und in dem Moment, wo sie die Chance sehen, oh, jetzt, zack, jetzt wird sie wütend, jawohl, jetzt ist es cool, kommen die her und schießen dir so wilde Bilder in den Kopf und sagen dir, alles, was der andere sagt, ist gelogen. Das ist Lüge, der betrügt dich, der ist voll Scheiße, der ist ein kompletter Lügner, sagt dir das Wesen dann. Und du glaubst, boah, das ist meine Intuition, das ist ein Lügner und springst voll auf den Film auf und hast den größten Streit deines Lebens. Und eine Wesenheit sitzt da und sagt, yummy, 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 Streitenergie, yummy, 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 yummy. Okay? Das heißt, wir werden komplett verarscht. Komplett. Okay? Die sind so gescheit und wir sind so blind, dass die einfach ein leichtes Spiel mit uns haben. Irgendwann checkst du, warte mal, da läuft was in mir, das bin nicht ich. Ich spüre da was Dunkles in mir oder ich spüre die Dunkle oder die Dunkelheit spricht dann direkt mit dir. Weil wenn du eine Wesenheit in dir hast und die redet, also die denkt, wenn eine Wesenheit in dir denkt, dann hörst du das meistens in deine eigenen Gedanken, in deiner eigenen Stimme. Dein Unbewusstes ist darauf programmiert, dass alles, was an Gedanken kommt, in deiner Stimme wiedergegeben wird. So, wenn du Hellhören aber trainiert hast, dann hörst du auch die anderen Stimmen. Oder du hörst, warte mal, das ist ja gar nicht meine Stimme. Und hörst dann genauer hin und hörst dann, na, das ist eine weibliche Stimme oder männliche oder schiere Stimme oder schöne oder Engelstimme oder sonst irgendeine Stimme. Ja? So, das heißt, ganz viele Menschen, die in der Psychiatrie liegen, sind einfach nur schwer besessen. Fertig. Ganz viele davon. Einige davon haben neurologische Schäden, haben Hirnschäden, haben irgendeine Behinderungen. Okay, das kann auch Wahnsinn und so weiter auslösen. Ja? Aber ganz, ganz, ganz viele haben einfach nur fette Wesenheiten drauf sitzen. So, und wie kommt das? Wie kommt diese Wesenheit in einen Menschen rein? Also, es beginnt meistens mit einem anderen Wesen. Das heißt, ein Wesen hat einen Menschen besetzt. Bringt den Menschen jetzt dazu, was Böses zu tun. Okay, weil diese Wesen sind selten Lichtwesen. Lichtwesen besetzen dann eigentlich nie. Okay, die kommen nicht und besetzen die. Die musst du rufen, die musst du bitten, da musst du schauen und meditieren und rein werden und hin und her, dann kommen die her und sind mit dir. Und das ist schön. Aber die Dunklen, die schlüpfen gleich rein in die. Und das hat dann seinen Sinn. Das hat einen wirklich, wirklich wunderschönen Sinn. Okay, warum sie das machen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist total schräg. Also, das ist wirklich gut. Das werde ich dann später erläutern. Wie kommt also, jetzt ist jemand besetzt. Also, oder fangen wir ganz von vorne an. Ich bin ganz normal. Irgendwas passiert in meinem Leben, was mich emotional aufregt und aufwühlt. Oder ich sehe etwas, was irgendwie schlimm ist. Und es erzeugt Schmerz in mir. So, diesen Schmerz nehme ich nicht bewusst wahr, sondern ich verdränge ihn und schaue lieber eine Serie, um mich abzulenken und verdränge den Schmerz. So, jetzt geht dieser Schmerz in mein Unbewusstes, in mein Energiefeld über. Und wenn ich jetzt diesen Schmerz in mir trage, sende ich die ganze Zeit, hey, ich habe Futter für Schmerz, ich habe Schmerzenergie hier, Schmerzenergie zu verkaufen. So, und irgendeine Wesenheit sieht mich dann vorbeilaufen und sagt, geil, schau, der hat einen super Ankerpunkt, der hat einen Schmerzpunkt. Und wenn ich ein Schmerzwesen bin, sehe ich das Leuchten, die sehen das, Futter. So wie wir sehen, wie das Buffet eröffnet wird. Das kriegen wir auch mit, das riecht man, das merkt man, da ist Futter. Okay, und so checken die unsere ganzen Schatten ab.
Und wenn dieses Wesen dann diesen Schmerz sieht, dann geht es hin und wartet auf den rechten Moment, wo es in die eine schlupfen kann. Meistens, wenn du abgelenkt bist, dann schlupft es rein und verankert sich. Das heißt, es setzt einen Ort so richtig, so einen Anker rein. Irgendwas meistens mit Stacheln oder irgendwas, was richtig gut haltet. In diese Blockade. Und ab da ist das Wesen bei dir. Auch wenn es aus dir rausgeht, wenn du irgendwo bist, dann bist du happy und alles ist cool, dann kommst du wieder nach Hause und diese Schwere hat die wieder. Okay, das Wesen ist wieder da. Aha, passt. Wenn ich dies und wenn ich jetzt dann durch dieses meistens, wenn ich ein Wesen habe, gesellt sich bald ein zweites dazu oder ein drittes. Es geht nämlich darum, sobald ich angeschlagen bin und eine dunkle Kraft sich andockt, werde ich schwerer und beginne zu sinken. Und wenn ich sinke, komme ich in Ebenen, in dunklere oder schwerere emotionale Ebenen in mir und dann fühle ich mich zart und blöd und hin und her. Und aus diesem Versumpfen eigentlich erschaffe ich mir dann wieder schmerzliche Erlebnisse. Das heißt, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Das heißt, ich kriege immer mehr Ankerpunkte. Und das nutzen natürlich, das Ökosystem der Wesenheiten nutzt dann diese Ankerpunkte. Und dann habe ich plötzlich zwei, drei Wesen draufhängen. Ein Angstwesen, ein Wutwesen und ein Depressionswesen. Super. Dann bin ich wütend, ängstlich und depressiv in verschiedener Reihenfolge. Genau. So, wenn dieser Mensch jetzt noch tiefer sinkt, und da dann richtig schiere Sachen kommen, wie Mordwesen, Vergewaltigungswesen, richtiger Wahnsinn, okay, richtig Orge-Wesenheiten, dann fangen die an, den Menschen lenken. Und dann können diese Wesen einen Menschen dazu bringen, einen anderen Menschen weh zu tun. Die können einfach jemanden zum Mord treiben, zum Selbstmord treiben, irgendwas. Das hat jeder von euch wahrscheinlich schon erlebt. Du bist irgendwo gestanden und auf einmal kommt der Gedanke, hey, du könntest da jetzt eigentlich runterhüpfen. Oder nimm das Messer und stich dein Hals. Oder so eine Gedankenblitze. Das hat jeder von euch schon erlebt. Okay, das sind Wesenheiten, die huschen so vorbei. Wutz, probieren. Reagiert er? Nein, reagiert nicht. Weiter. Okay, das heißt, genau. Und wenn dieses Wesen dann dich dazu bringt, einen anderen wirklich anzugreifen, deinen ganzen Schmerz draufzuschlagen, ihn zu hassen und in alle möglichen schieren Sachen zu sorgen, dann schaffst du Verletzungen beim anderen, die wieder zu Ankerpunkten werden können. Weil bei der Verletzung kann das gleiche Wesen dann andocken. Dann hat das Wesen jetzt zwei Leute. Das ist wie Wesen was ganz was Geiles, wenn sie mehrere Leute unter sich haben, weil dann kriegen sie mehr Energie, werden mächtiger und steigen quasi in der dunklen Hierarchie auf. Die haben genauso eine Hierarchie wie die hellen Wesen. So, genau, jetzt hat dieses Wesen zwei Menschen und kann die gegeneinander ausspielen, kann dem einen sagen, der andere lügt und ist total unehrlich und das ist so gemein und dem anderen das Gleiche und dann gehen die gegeneinander und dann hast du ein Bärchen, was bis aufs Blut streitet und kämpft. Okay? Und eigentlich könnten sie jetzt gemütlich da sitzen, knutschen und Sex haben. Könnten sie, wenn sie nicht komplett Meschugge wären. Okay, so. Das heißt, dieses Wesen versucht über diese Verletzungen immer mehr andere Leute auch unter die Kontrolle zu kriegen. Genau. Das ist eine allgemeine Geschichte gewesen, wie Wesenheiten sich jetzt andocken und sich weiter, das Dunkle weiter verbreiten. Durch Verletzen. Bam, der Nächste ist verletzt und sinkt in sein Licht. Bam, der Nächste ist verletzt und sinkt. Und so sinken sie alle und tun sich gegenseitig weh auf dem Weg nach unten. So, wenn du die Erde jetzt so anschaust, dann sieht man, dass die dunklen Wesenheiten sehr aktiv sind. Okay? Die haben ganz viele Leute, ganz viele sind unterwegs. Okay. Und jeder, der energetisch arbeitet, viel arbeitet, merkt da, dass da eigentlich fast bei jeder Behandlung ist irgendwo eine kleine intelligente Energie oder irgendwas Gräsernes dabei. Je nachdem. Und Traumatas an sich, ja, also schwerste Traumatas, haben zu 99% mit Anwesenheit zu tun, okay, das jetzt an dich verdunkeln will. Das liegt aber auch in deiner Karma-Kette. Also du bist auch genau richtig. Du bist richtig dort, wo das Wesen dich angreift. Es gibt eine Grundregel und die heißt, du hast immer genau das richtige Wesen. Du hast kein falsches Wesen. Du kannst nicht aus Versehen verflucht werden,
das trifft dich nicht zufällig, okay? Du bist nicht zufällig dann irgendwie. Na, das ist genau, weil du es brauchst, weil du Resonanz hast, weil du in dir offene Resonanzpunkte mit dir herumträgst und dadurch das anziehst. Das heißt, das ist kein Zufall, das ist vollkommen in deiner eigenen Selbstverantwortung. So, und wenn du sagst, na, ich bin dafür nicht verantwortlich, ja, dann bist du dafür verantwortlich, dass du nicht die Verantwortung übernimmst, weil du bist das höchste Bewusstsein in diesem Mikrokosmos. In dieser 13 Körper, ist ja wurscht, wie viel Energie, Körper-Bubble, da bist du der Chef. Der einzigste und höchste Chef. Und wenn du nicht der Chef bist, dann ist es eine Wesenheit. Irgendein anderer wird dann Chef, will Chef sein. Ja? Jeder würde gern so einen coolen Körper lenken. Ja? Oder viele würden es gern. So. Das heißt, wenn ich plötzlich bei mir selbst bemerke, okay, ich bin schwer traumatisiert, ich habe voll die schieren Flashes, ich sehe immer wieder ekelhafteste Bilder, oder dann kann man davon ausgehen, okay, da liegt was im Argen. Dann muss man abklären, ist es mein inneres Kind oder innere Persönlichkeit? Das ist hässliche. Ich kann es mir mal anschauen, ich kann ja dann reingehen und richtig reinspüren, ohne Angst, einfach nur mal schauen und das Umarmen probieren. Aber also grausliche Wesenheit, Die wird nicht gut durch Umarmen. Okay, die wird einfach nicht gut. Ja, energetischer Dreck, den kann man auflösen. Der ist auf einmal weg umarmt. Okay, aber so einen richtigen Brummer, also ein eigenständiges, intelligentes, von Gott geschaffenes Wesen, kannst du so nicht zu Ende fühlen. Das geht nicht. Und es wird sich auch wehren. Und indem es entweder eben in deiner Aura Umfang Umfuhr wirken oder indem es dich komplett verwirrt. Das macht dann so eine Hirnverwirrungsenergie, wo du keinen einzigen klaren Gedanken denken kannst. Du willst diese Wesenheit nehmen und auf einmal bist du hirnbehindert. So, und dann heißt es einfach nur mit dem letzten Rest von Konzentration diese Wesenheit nehmen und einmal abkapseln. Okay? Oder das schönste Möglichkeit ist es, mit eigenem Christuslicht zu machen. Aber das werde ich noch erklären. Ja. Das heißt, diese Wesen können dich verwirren, in Panik versetzen, die können Angst erzeugen, die können die komplett ablenken, die können einfach sagen, ich bin weg. Und auf einmal ist alles weg. Der ganze Zauber ist vorbei. Und du hast kein komisches Gefühl mehr. Und das ist alles irgendwie auf einmal ruhig. Und du denkst da, wow, jetzt ist es weg. Nein, ist es nicht. Es ist nicht genau hinter dir. Und ist halt einfach nur aus wie ausgegangen, weil es gesehen hat, okay, jetzt wird es heikel. Ich verliere meine Macht. Jetzt muss ich einmal ruhig sein. Okay, und einfach nur leise sein. Der Mensch, 5 Minuten später ist der Mensch schon wieder komplett abgelenkt und dann geht es wieder zurück. So, das heißt, diese intelligenten, echt starken Energien, die zeigen sich auch oft so, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind vom Teufel besessen. Das sagen die Leute dann auch. Die sagen, wow, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin vom Teufel besessen. Gell? Ja, und da kommt dieses christliche Bild eben, der Teufel, der Gegenspieler Gottes. Ist es nicht. Gott hat keinen Gegenspieler. Okay, das Göttliche ist ein Pol, ein einziger Monopol. Das hat keinen zweiten Pol. So, in unserer Realität, sei man in einer polaren Welt, ja, da gibt es lichte Kräfte und dunkle Kräfte, also aufbauende und abbauende. Die sind per se noch nicht böse oder gut, weil etwas, was verfault, wird wieder Dünger. So, das heißt, Fäulnis ist nicht böse. So, im Menschen, im Verhalten kann etwas aber böse werden, also wirklich böse. Das heißt, wenn ich jemanden umbringe und vergewaltige und hin und her, dann kannst du immer noch sagen, ja, der hat ja auch eine Seele und der hat auch ein göttliches Licht. Ja, hat er, aber das ist so verdrängt und verbickt und zerstört, dass der Mensch jetzt böse ist. So, das muss man anerkennen. Es gibt das Böse. Aber es gibt keine Ultrakonzentration des gesamten Bösen, sondern es gibt viele Konzentrationen von Bösen. So wie es gibt auf der Welt nicht eine Mafia, sondern es gibt viele Mafias mit vielen Mafiabossen. So, und der Teufel ist auch nur eine Vorstellung einer konzentrierten bösen Macht. Und diese Vorstellung haben wir alle eingeimpft bekommen. Das stimmt aber nicht. Es gibt viele Teufel. So, und viele Teufel haben unter sich viele Dämonen. Und die haben unter sich wieder viele Dienstgeister. So ist diese Hierarchie einfach aufgebaut.
Und es geht immer noch Macht, Stärke und Einfluss. Das heißt, umso dunkler ein Wesen ist, umso mächtiger, grauslicher, schierer und angsteinflößender es auf andere Wesen wirkt, umso höher ist es in der Hierarchie. Weil es kann alle anderen aussaugen. Außer es kommt dann der nächstgrößere Brummer und sagt, du arbeitest jetzt für mich. So wie die Mafia das eben macht. So, die Mafia kommt, setzt dir die Knarre an den Kopf und sagt, du arbeitest jetzt für mich oder du stirbst. Okay, du hast kein Wollen mehr. Tod oder Mafia. So, und so geht es in der Wesenebene, in dieser dunklen Ebene ab. Warum? Weil sie nicht mehr mit dem eigenen Licht verbunden sind. Und da kommt jetzt der Clou. Woher kommen diese ganzen dunklen Gammeltypen? Gell? Das habe ich mich lang gefragt. Wo kommen die her? Und irgendwann hatte ich ein extrem krasses Erlebnis mit Schwarzmagiern. Und da bin ich dann, habe ich mich verarschen lassen. Ah, das will ich erzählen. Das ist eine wichtige Story. Ich hab gewusst, ich arbeite für einen Schwarzmagier. Ich habe mir gedacht, das ist okay. Okay, ist es aber nicht. Okay, weil die Dunkelheit einfach rüberschwappt. Besonders wenn du in ein Dienstverhältnis stehst. Na, jedenfalls war das so, ich meditiere und ein wunderschöner Drache kommt geflogen, so in meiner Ego, so in meinen Geist, kommt vor mich her und schmeichelt mir die Ohren voll und sagt, na, wie lichtvoll du doch bist und wie wundervoll du gearbeitet hast und wie toll und mit wie schön du bist und mit was du mit für Superwesen bist und ob ich eine Einweihung haben möchte in eine Drachenkraft. Und ich sitze so da und denke mir, cool, schmeichel, schmeichel, ja, wenn ich so super bin, ja, so eine Drachenkrafteinweihung, die war schon echt cool und sage, ja. Und dann macht dieses Wesen, habe ich gemerkt, wie es irgendwas in mein Energiesystem einsteckt und auf einmal ist gar ein und das Ding ist in mir drin gesteckt. So, oh, denk mal, alter Schwede, was war das jetzt an? Und dann habe ich gecheckt, das ist kein netter Drache, okay. Das ist eine fucking dunkle Wesenheit. Und die hat sich jetzt in mir verankert und ich habe ja gesagt dazu. Das heißt, das hat da eine Viertelstunde mit mir umgetan und alles Mögliche getan. Und ich habe gedacht, ah, das ist eine Einweihung, das schaltet was frei. Nein, das hat nichts freigeschalten. Das hat angefangen abschalten nach der Reihe irgendwelche Sachen. Und sich fest eine verankern und in alle möglichen Dinge eine verstricken. So, dann war ich 3 Monate lang, war ich energiebehindert. Ich habe nicht können Energiearbeit machen. Es ist überall, war Dreck. Ich habe mich so dreckig gefühlt. Ich war einfach nur noch mit Dreck verbunden. Das hat aber so schön ausgeschaut, dieser Drachen. Und der hat mir ja so geschmeichelt. So, das heißt, entweder kommen die Wesenheiten mit Schmeichelei, das sind die luziferischen Kräfte, oder sie kommen mit Angst, Gewalt und Unterdrückung. Und das sind die arimanischen Kräfte. Das sind die 2 Arten von Dunkelheiten, die auf uns treffen. Entweder oh, du bist ja schon so weit und oh, die anderen sind alle schlecht, du bist ihnen überlegen und tralala, die lullen die halt ein und pushen der Ego. Es geht immer nur um Ego-Pushen. Die einen pushen es positiv und sagen, du bist so toll und du kriegst ein übersteigertes Ego. Die anderen dreschen da drauf und sagen, du bist Dreck, du bist nichts wert, du bist der größte Grind, den es gibt auf dieser Welt. Die quälen dein Ego. Aber das Ego wird entweder gepusht oder gequält. Es ist auf jeden Fall dabei. Es geht nur um dein Ego. Sie wollen nur dein Ego pushen oder quälen. Aber beides ist eine Stärkung des Egos. Weil entweder bist du das arme Opfer und kannst in dein Ego aufgehen oder du bist so super toll und kannst in dein Ego aufgehen. So, das heißt Lucifer und Ahriman. Die 2 Kräfte wirken in der Dunkelheit. Okay. So. Und was ist die Gegenkraft? Was ist die Kraft, die alle diese Kräfte auflöst? Das ist die bedingungslose Liebe. Die bedingungslose Liebe macht das Ego kaputt. Es macht sie kaputt. Es reduziert das Ego auf seine notwendigen Programme. So, bedingungslose Liebe, die Christuskraft. Ich habe lange mit diesem Ding hin und her gehadert. Die Geschichte Jesu ist gelogen, halb umgeschrieben, nicht richtig. Dann ist es bla 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 bla. Aber die Christuskraft funktioniert. So, es geht darum. Für mich zählt das. Der heilt, hat Recht. Fertig. Du kannst reden, was du willst. Heil den, dann glaube ich da. Heilst den nicht, ist mir wurscht, was du mir vorher erzählt hast. Also, wer heilt, hat Recht. Was funktioniert, stimmt. So, nach der Methode habe ich dann mit dem Christuslicht angefangen arbeiten. Und dann habt ihr plötzlich die Erfahrung gemacht,
dass wenn ich mit dem Christuslicht auf eine dunkle Wesenheit zugehe, dann kann ich nichts mehr greifen. Ich werde quasi neutral. Ich bin nicht in der Ego-Erhöhung und ich bin nicht in der Ego, im Ego-Leid. Ich bin nicht in Ego-Lust und nicht in Ego-Leid. Ich bin plötzlich irgendwie so ein liebevolles Nichts dazwischen. Und ein liebevolles Nichts, das können sie nicht greifen. Okay? Das ist für sie ein Unding. Das tut ihnen weh, weil in dem Licht wird ihnen ihre eigene Qual bewusst. Den luziferischen Wesen wird ihre eigene Eitelkeit, ihr eigener Stolz, ihre eigene Selbstverblendung wird in den Wesen dann bewusst. Und den dunklen Wesen wird bewusst, wie schier grauslich und gemein sie doch eigentlich sind. Das heißt, durch diese göttliche Liebe tut man denen schon einmal weh. Das taugt denen überhaupt nicht. Das ist eine Stimmung oder Atmosphäre, die dunklen Wesen gar nicht taugt. So, wenn ich also es schaffe, wenn du eine Wesenheit, find da irgendwas in mir, eine alte Anbindung, ich will ein altes Trauma auflösen, dann ist meistens an dieses Trauma eine Wesenheit angehängt. Die hat einen Anker da drin. Sobald ich das Trauma gelöst habe, pluff, fehlt der Ankerpunkt und das Wesen muss eigentlich gehen. Es kann nicht bleiben. Weil es muss jetzt er hat jetzt keine Energieandockung mehr. Dieser Ankerpunkt ist ja quasi der Saugrüssel von der Gelse. Andocken, saugen, 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 saugen. Und sobald du den Andockpunkt des Trauma gelöst hast, gibt es keinen Punkt mehr. So, das Wesen kann sich nicht halten. Es ist jetzt nicht tot. Es lebt immer noch, hat immer noch all seine Energie, kann weitergehen, den nächsten quälen. Was kann man tun, um das komplett zu lösen? Also, um eine Wesenheit einfach nur wegzubringen, brauchst du nur den Ankerpunkt lösen. Fertig. Du löst nur diesen Schmerz, den es erzeugt. Weil wenn du das Wesen dann betrachtest, gell, dann entsteht ein Gefühl, eine Stimmung. Und diese Stimmung ist der Ankerpunkt. Das ist eure Verbindung. Das ist eure Beziehung. Darüber bezieht ihr euch. Das heißt, ich fühle dann diese eklige, was auch immer, Energie in mir zu Ende. Und wenn ich das einfach mache und mit Christuslicht auflade, dann wird dieser Punkt neutral. Und plupp, der Anker löst sich. Oder ich ziehe den Anker geisthellerisch raus und löse es dann. Spüre dann zu Ende. So, jetzt ist dieses Wesen immer noch da. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich möchte euch einfach, ich würde sagen, die schönste zeigen. Diese uralten Wesen, die sind wirklich alt. Also die richtig starken, die sind wirklich, wirklich alt. Und viele davon, wenn nicht die meisten, sind genau die Bodentruppe, die losgeschickt wurde, diese Welt zu erschaffen. Die dafür verantwortlich waren, damals in der Schöpfungsgeschichte, wo dieser Planet entstanden ist, die diesen Planet verdichtet haben, die diese Kräfte daher gebündelt haben, diese Wesenheit, diese Herrscher an Arbeitern, hat das gleiche Problem erlebt, was wir erleben. Nämlich in dieser Sphäre gilt der freie Wille. Der gilt auch für die Wesenheiten in dieser Sphäre. Das heißt, die sind daher gekommen, haben die Erde erschaffen, haben das verdichtet, haben geholfen, die Natur zu erschaffen, haben das alles erschaffen, waren also reine Lichtwesen, waren wunderschöne reine Lichtwesen. Und die haben sich damals, hat es dann geheißen, okay, nachdem das beendet war, kommt zurück ins Licht. Und da haben sich einige überlegt, hey, also die luziferischen Kräfte haben gesagt, hey, wir können das besser. Wir sind cooler als wie Gott. Wir können eine bessere Welt erschaffen. Okay? Das heißt, die luziferischen Kräfte haben gleich mal die Idee gehabt, die Schöpfung noch einmal zu verbessern. Und diesen freien Willen einfach zu nutzen. So, und um das aber machen zu können, um einen egoistischen Plan im göttlichen Plan durchzuziehen, musst du dich abkapseln vom Göttlichen. Das heißt, du musst den Stecker ziehen. Und das haben ganz, ganz viele Wesenheiten dann gemacht. Sie haben gesagt, hey, da ist der freie Wille, das ist cool. Ich will jetzt noch nicht zurück ins Göttliche, ich möchte noch ein bisschen hier bleiben. So hat es angefangen, eigentlich mit einem naiven Gedanken, ich möchte ein bisschen bleiben. Aber dafür muss ich fallen, muss ich den Stecker ziehen und selbstverantwortlich werden. So, und dann haben die den Stecker gezogen. Und was ist dann passiert? Sie haben keine Energiespeisung mehr vom Universum gekriegt.
weil sie jetzt nicht mehr in der göttlichen Ordnung arbeiten. Jeder, der außerhalb der göttlichen Ordnung ist, kriegt keine Energie mehr vom Universum. Das heißt, es gibt Phasen in deinem Leben, da warst du total kraftlos und ohne Energie. Ja, weil du getrennt warst. Ganz einfach, sobald du die wieder anstöpselst, innen drin, in dein Herzchakra, ganz hinten drin, irgendwo, gibt es ein göttliches Portal. Dort, tschak, einschalten, aufwachen, wie auch immer. Wieder öffnen für das Göttliche. Sich wieder in die göttliche Ordnung stellen. Und schon, wutz, wirst du vom Göttlichen vollumfänglich versorgt. So. Und diese Wesen haben sich getrennt vom Göttlichen. Genauso wie wir Menschen uns vom Göttlichen trennen können. Die meisten Menschen da draußen sind vom Göttlichen getrennt. Du musst fragen, bist du mit Gott in Verbindung? Ist Gott dein Freund? Und wenn der dann sagt, ja, Gott ist mein Freund, Jesus ist auch mein Freund, keine Ahnung, dann warst du, der Typ hat eine Anbindung. Und wenn der aber sagt, was redest du an Blödsinn, was du meinst, dann warst du, der Mensch hat überhaupt keine Anbindung. Der ist ausgestöpselt und somit auf seine eigene Energie reduziert. Und was heißt das für ein Wesen oder für einen Menschen? Das heißt, ich muss Energie von außen irgendwo herkriegen. Das heißt, ich brauche viel mehr Aufmerksamkeit von außen. Ich brauche viel mehr Liebe von außen und ich brauche sexuelle Attraktion von außen. Ich brauche Essen, ich brauche alles. Das heißt, plötzlich bin ich ein abhängiges Wesen, also ein zwar freies, aber frei in einer Welt mit wenig Licht. Weil das Göttliche habe ich abgelehnt. Das Licht, da habe ich mir jetzt abgekapselt. So, also was bleibt übrig? Das Banale, das 3D-Ding halt. So, das heißt, das sind die Leute, die sich gegenseitig aussaugen, die sich gegenseitig eben fertig machen, die kämpfen nur um Energie, weil sie selber keine haben, weil sie keinen innerlichen Zugang zum Schönen, Reinen und Wahren mehr haben. Und das Gleiche passiert bei den Wesenheiten. Die haben gemerkt, scheiße, jetzt brauche ich andere Energie. Jetzt werde ich nicht mehr vom Göttlichen gespeist und haben angefangen, von anderen Lebewesen sich zu ernähren. Und haben gemerkt, oh, das funktioniert. So, im Laufe der Jahre und Jahrmillionen und Jahr, wie auch immer, Zeiträume, haben die sich immer weiter verdunkelt. Weil wenn du die von Licht abstöpselst, am Anfang merkst du nicht viel, das läuft ziemlich normal weiter, aber irgendwann stürzt du rapide ab. Und diese Wesen sind wirklich tief gesunken und haben uns, der Menschheit, dann natürlich auch Krieg gebracht, Mord und Totschlag, alles Schreckliche, was auf diesem Planeten passiert, passiert dir nicht, weil das Göttliche das so cool findet, sondern weil wir uns dafür entscheiden, auf die Wesen zu hören und den Krieg zu führen und den anderen jetzt umzubringen. Weil wir nicht erkennen, dass das unser Bruder oder Schwester ist. Weil wir nicht mehr verbunden sind. Können wir den plötzlich hassen und umbringen? Nice, cooles Spielfeld. Die Wesenheiten haben uns ausgespült. Unter das, was jetzt gerade so läuft im Globalen, da arbeiten riesengroße, dunkle, energetische Mächte daran, uns noch tiefer in die Hölle zu treten. So, was ist aber die Wahrheit? Und das ist das, was befreit. Das, da kann, kann der größte Scheißdämon da sein und machen, was er will. Ich habe ihn an die Eier, weil ich weiß die Wahrheit. Und die Wahrheit ist folgendes. Du warst immer schon ein göttliches Wesen. Und du hast nur vergessen, dass du göttlich bist und dass du brauchst dich nur wieder ans Göttliche wenden, weil das Göttliche wendet sich immer an dich, ist immer offen für dich. Du brauchst dich nur wieder reconnecten, wieder andocken. Und wenn du das am Dämon sagst, dann schaut er so, und dann siehst du auf einmal, wie was voll in dem Wesen passiert. Und je nachdem, wie dieses Wesen reagiert, redi brutaler oder redi softer mit dem, gell? Aber im Endeffekt schaut der Ding so aus, alter Schwede, warum schlägst du in deinem Wahn da alles kurz und klein, connecte doch wieder mit Gott und lass mich in Ruhe. Okay? Das hat alles keinen Sinn. Du hast nur deshalb Schmerzen, weil du von Gott getrennt bist, weil du selber wolltest. Bist selber schuld. Okay? Wende dich jetzt an Gott. Gott ist für dich da. Und dann kriegst du das Licht. Und ein Portal öffnen, ein göttliches Tor öffnen, damit dieses Wesen das Licht wieder spürt. Du musst ganz ruhig bleiben, ganz cool. Egal, was dieses Wesen macht, du bleibst ganz gechillt und bleibst mit Jesus, mit dem inneren Jesus in Kontakt. Du bleibst mit dieser inneren, bedingungslosen Liebe voll in Kontakt und öffnest dann noch ein Tor in die herrlichste göttliche Wirklichkeit. Und dann sagst du dem Wesen, wenn du möchtest, ist dein Schmerz jetzt vorbei. Geh bitte ins Licht, okay?
Du musst nicht weiter in dieser Hölle leben. Es ist vorbei. So, und in dem Moment passiert zu 99% das Gleiche. Das Wesen schaut blöd, erinnert sich zurück und erkennt seinen Fehler mehr oder weniger. Und plötzlich geht's wutz, es gibt Energie aus Ding, ganz an Storken, das Wesen von uns so puffen, dingsen und strahlen und schmilzt meistens zusammen und ein kleines süßen Licht. Vorher war das ein riesengroßes Monster und zum Schluss ist das so ein kleines süßes Licht, das dann so blub, 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 sagt danke und plupp, ins Licht geht. So. Und diesen Effekt habe ich ganz oft erlebt. Gell? Und letztens habe ich eine Energieanwendung gemacht mit einer Frau mit Angststörungen. Und da waren drei fette Wesen auf der drauf. Und die sind nach der Reihe. Einfach nur durch Liebe. Hallo, schön, dass du da bist. Hey, erinnere dir mal. Du gehörst zum Licht. Verbind dich bitte mit dem Göttlichen. Und dann sind die puff gegangen. Puff, puff, puff. Okay? Das heißt, mit dieser Methode, mit dieser Rückerinnerung des Wesens an seine Vergangenheit, kannst du es lösen. Wenn das Wesen dann jetzt zu dir sagt, hey, scheiß auf Gott, interessiert mich überhaupt nicht, okay, dann ist das energetischer Dreck, dann hat das nichts mit Gott zu tun, dann ist das von einem Menschen erschaffen, dann kannst du es wegkramen, dann kannst du es einfach erledigen. Ja? Aber die echten Wesen, die echten, die damals gekommen sind und jetzt die Dunklen geworden sind, die freuen sich auch auf Erlösung. Ja. So, es heißt immer anfangen, Ankerpunkt lösen, erlösen, Wesen lösen. Dann funktioniert es einwandfrei, ohne Kampf, ohne Stress, ohne Streit, ohne Wut, ohne Groll, ohne Umbringen, ohne irgendwas. Nur mit Liebe, nur auf Liebesbasis. So, genau. Das heißt, das eine primäre Aufgabe von Exorzisten oder von Wesenheiten, Befreiern, wie man immer das nennen will, Energetiker, Hexen, Magier, wie immer, je nachdem, wer sich heute auf Wesenheiten spezialisiert, ist folgende. Diese Dunkelheit, wir sind in die Dunkelheit gestürzt, vor ganz langer Zeit, weil diese Wesen sind gestürzt und wir haben uns einfach mitgezogen. Wir haben es cool gefunden als Menschheit. Und manche finden es halt noch cool, die reiten ja immer noch da draußen. Aber unsere eigentliche primäre Aufgabe ist, die alle zu erlösen. Die wieder ins Licht zu führen. Weil sobald dieser eine dunkle Knebel gegangen ist, wird die gesamte Erde leichter. Jeder kleine dunkle Knebel, der ins Licht geht, macht die Erde leichter. Unser Schwingung steigt dann einfach wieder. Und das, was wir wollen, nämlich diese Lichtzeit, die werden wir kriegen. Ja, wenn wir die Dunkelheit in uns und in dieser Welt gelöst haben, transformiert haben. In Liebe, in was sonst. Ja. Das heißt, ich habe früher ganz viel gekämpft. Ich habe, weiß nicht, über 10.000 Wesenheiten gekillt. Mehr, viel mehr. Aber ich habe es nur auf 10.000 dann reduziert, weil ich wollte einmal eine Zahl haben, nach 18 Jahren Wesenheiten rauszumachen. Und dann irgendwann checke ich, hey, musst dich gar nicht umbringen. Wie schön ist denn das? Warte mal, du musst dir da nichts antun. Du musst dich kämpfen, du musst dich streiten, du musst gar nichts. Du musst nur mit diesem inneren Licht arbeiten. Und da möchte ich eine schöne, einfache Meditation zeigen, die ich mir da selbst entwickelt habe, die einfach super funktioniert. Nämlich, du stellst dir vor, irgendwo im Universum ist das Herz Gottes, die konzentrierte Herz- und Heilenergie des Göttlichen. Das Herz Gottes. Und dann siehst du einen Lichtstrahl, einen Licht- und Heilstrahl von diesem Herzen Gottes losfliegen und du siehst den Christusgeist, ganz groß und wunderschön. Und dieser Lichtstrahl vom Herzen Gottes trifft auf den Rücken von Jesus, von diesem Christusgeist und strahlt vorne dann in Christus Energie, in Christus Licht, wuff, geht dieser Lichtstrahl weiter. Und dieser Lichtstrahl trifft genau auf das Lichtatom in deinem Herzchakra, auf diesen göttlichen Ankerpunkt, auf deinen göttlichen Lichtpunkt. Und wie es da drauf trifft, wumm, flutet es dein Herzchakra mit dieser göttlichen, wunderschönen, liebevollen Heilenergie. Und du spürst, wie das über deine, das machen wir einfach, es verteilt sich in deinen ganzen Körper, da kannst du dann selber lang drauf konzentrieren. Du spürst, wie das über deine Schultern in deine Hände fließt,
und wie das aus deinen Händen rausstrahlt. Wie dieses Christuslicht da vorne aus deiner Brust strahlt und wie es aus deinen Händen strahlt. Und wie es auch runtergeht in deine Füße, durch deine Beine durch und aus deinen Füßen unten strahlt. Und oben aus deinem Halskronenchakra und aus deinem dritten Auge und das überall. Es fängt überall an rausstrahlen. Und eben, du spürst diese total softe, feine Ruhe, liebevolle Stille, die da drin ist in dieser Energie. Ja, und so bist du jetzt voll eben Herz Gottes, Christus, du, dein Herzchakra. Das ist die Ebene. Und dann kannst du plötzlich diese Energie in diese Ebene bringen, in die 3D-Welt, über den Körper ausstrahlen. So, und in diesem Licht kannst du mit Wesenheiten easy arbeiten. Egal. Du kannst da dieses Licht nehmen, zu einer, eben zwei Kugeln machen, es nehmen und wegtun oder wie immer. Oder eben dann ein Tor öffnen. Aber es ist wichtig, dass du das immer fühlst. Wenn du es nicht fühlst, dann machst du es nur mental. Das ist die halbe, das ist gar nichts. Du musst es spüren. Zuerst Bild, Gedanken, Bewusstsein, Wahrnehmen, Fühlen. Und dann spürst du, wie das durch dich strömt. Und dann ist es richtig. Ja, so. Und mit dieser Energie schmelzen die Wesen. Lassen sie los. Du erreichst einfach ihr Herz. Du erinnerst sie zurück. Und dann können die sich nicht halten. Ja. Und es gibt ein paar Fälle, wo man sagt, okay, das Wesen geht doch nicht. Nehmen wir an, dieser Mensch ist noch nicht bereit, seinen energetischen Ankerpunkt zu lösen. Das Trauma ist zu groß oder zu komplex. Oder da waren 3, 4 traumatische Sachen. Und es kann sein, dass man das zuerst vorher alles lösen muss. Also durchfühlen, loslösen, rausgeben geistheilerisch, um eben dann den Ankerpunkt lösen zu können. Das ist oft so ein Ding. Und ganz oft sind Menschen sehr stark identifiziert mit diesen Wesen. Wesen, die einen 20, 30 Jahre begleitet haben, die fühlen sich an wie zu Hause. Wenn man mit schwer traumatisierten Menschen redet, ja, die haben immer so ein Schaßgefühl in sich. Egal, ob das Trauer, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Angst oder irgendwas ist, die haben dieses Gefühl eigentlich permanent. Und dazwischen halt dann andere Gefühle. Und für die ist das wie zu Hause. Ah, bitte einmal das Mikro ausschalten, der da immer diese Geräusche macht. Und erst wenn diese Gefühle gelöst sind, lösen sich die Anker. So. Oder was auch noch so ein Effekt ist, wenn ich eine Wesenheit bei einem Menschen löse und diese Wesenheit geht dann nicht ins Licht, dann bleibt die noch da. Und meistens kommen die dann später zu mir und wollen mich übernehmen. Also die Wesen, die du nicht ins Licht tust, die bleiben meistens bei dem Therapeuten dann. Ja. Weil wir haben auch Resonanzpunkte. Ich war noch mannigfaltige Resonanzpunkte. Okay. Und eben, da, sobald ich den da drüben außer befreit habe, das Wesen geht eigentlich nicht mehr zurück. Weil wenn der Resonanzpunkt weg ist, kann das Wesen nicht mehr zu dem Klienten. Aber es kann zu dir. Und bei der Loslösung, bei dieser Arbeit mit den Wesenheiten, merkst du ja, es macht ein bisschen Angst oder das triggert irgendwas in dir und es versucht mit dir zu arbeiten, es versucht dich zu manipulieren. Und diese ganzen Triggerpunkte, die konnte nach der Sitzung mit dem Klienten, setze ich mich hin und schau mal, was jetzt los ist. Und dann meistens merke ich schon, okay, die sind jetzt zu mir gekommen. Passt, dann öffne noch einmal das Tor, dann löse ich meine Resonanzpunkte und dann schicke ich sie ins Licht. Und dann ist die Sache erledigt. Das heißt, wenn ich therapeutisch mit Wesenheiten arbeite, muss ich nach der Behandlung noch einmal alles durchreinigen, mich noch einmal komplett durchreinigen und das Wesen von mir entfernen. Würde ich einfach sagen, ich gehe jetzt, dann ist mir egal, dann wird es sich da einschleichen und wird mich verdunkeln. Das heißt, ganz viele Leute, die ganz viel mit der dunklen Seite arbeiten, die haben Doppeltarbeit, weil du die immer etwas verdreckst bei der Arbeit. Ja, du musst einfach, hast einen höheren Reinigungsaufwand. Aber das ist okay, weil dadurch, das ist ein wertvoller Dienst für die Menschheit. Ja, okay. Das heißt, das ist wichtig für die Wesenheiten, wo außerholen. Ihr müsst zum Schluss abchecken, ob das Wesen nicht jetzt mit euch mitgeht. Ja, oder bei euch daheim ist dann.
Ja, und da alle Energien, die von der Sitzung aufgewirbelt worden sind, das ist ja wieder Futter für jemanden, dass die alle verbrennen. Ich mache dann einfach zack und setze den ganzen Raum in violette Flamme und lasse den ganzen Raum einfach dann einfach brennen. Ja, und das Gleiche kann man aber auch mit dem Christuslicht machen. Das heißt, du kannst auch das Christuslicht im ganzen Raum entzünden und brennen lassen. Das ist halt dann so eine Liebesflamme. Ja, ist eine sehr hohe transformierende Energie. Genau. Das heißt, die dunkelsten Wesen sind eigentlich nur verdreckte Lichtwesen. Und wenn man das weiß, dann kann man das Wesen auch daran erinnern. Und wenn man das tut, dann wird man sehen, wie es sich einfach löst. Fertig. Es wird von allein gehen. Weil es erkennt, das ist nicht richtig, was es da tut. Ja. Und alle Kleinigkeitenwesen, die kann man einfach verrammen. Die kann man einfach kaputt machen oder sonst irgendwie. Also energetischen Müll kann man einfach verräumen. Oder Mutter Erde übergeben, zum Beispiel. Das ist auch ein schöner Weg. Es gibt auch interdimensionale Wesenheiten, die jetzt nicht unbedingt von der Erde kommen, oder außerirdische Wesenheiten. Also ich habe schon zu tun gehabt mit allen möglichen außerirdischen Wesenheiten und innerirdischen Wesenheiten und Reptiloiden, Insektoiden, Drakonian und keine Ahnung, wie die Hund alle heißen. Okay? Im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Also sehr, sehr ähnlich. Man kann immer den Resonanzpunkt auflösen und, ganz wichtig, sie dorthin zurückschicken, wo sie hergekommen sind. Wenn das jetzt ein außerirdisches Wesen ist, gell, dann war es ja nicht, ist es vielleicht ein Außerirdischer, der gerade irgendwo sitzt und meditiert? Lebt der? Hat er einen Körper? Oder ist es nur eine feinstoffliche Wesenheit? Hat er nur einen Mental- und einen Astralkörper? So. Wenn der nämlich irgendwo sitzt, dann kann ich den Astralkörper nicht umbringen oder so, weil er dann Körper, der wird vielleicht Schaden nehmen, aber er wird nie sterben. Wenn es ein Astralwesen ist und du machst ihn hin, dann ist er hin. Ja. Also ist am besten, die immer zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind. Dann mache ich ein Tor, aber warte, da gibt es so viele geile Verarschungen. Einmal, ich da, schräges Wesen, außerirdisches Gesicht, komischer Kopf, schräges außerirdisches Wesen. Okay. Und dann habe ich gesagt, wohin möchtest du? Möchtest du wieder ins Licht? Möchtest du in die Erde? Wohin möchtest du? Bist du nur auf der Durchreise quasi? Und er hat gesagt, ja, nein, er würde gerne wieder in seine Ebene zurück und hat mir einen Namen genannt. Gell? Und er hat gesagt, könntest du mir bitte ein Tor aufmachen in diese Ebene, damit ich nach Hause kann? Und ich habe mir gedacht, ja, ist ein netter Dude. Ich mache ihm das Tor auf. Und was war? Ich habe das Tor aufgemacht und es sind gleich 10 von diesen Typen rausgekommen. Dann habe ich 11 von den Typen am Hals gehabt. Okay, der hat einfach nur mich dazu gebracht, ihm ein Tor zu öffnen, damit seine Kumpel auch kommen können. Und ich dachte, oh, ihr seid so anstrengend. Dann habe ich die eben, ganz was Wichtiges, Willenskraft. Wenn du einen energetischen Fight hast, dann zählt eigentlich nur deine Gedankengeschwindigkeit und deine Willenskraft. Bist du wirklich schnell im Kopf und hast du wirklich Willenskraft, das heißt, ich will, okay, dann kannst du die Typen einfach nehmen, so festhalten und einfach wieder einschupfen ins Ding. Wenn du Willenskraft hast, dann kannst du die nehmen, festhalten und wieder zurück ins Tor hauen und das Tor wieder schließen. Das habe ich ja gemacht. Ich habe sie einfach nach der Reihe, innerhalb von 2 Sekunden habe ich die alle eingequatscht ins Tor und zugemacht. So, passt. Das heißt, es ist ganz wichtig, die eigene Willenskraft zu stärken. Okay? Weil ein Wesen will was. Und das ist so wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, verrückte Leute sind extrem stark. Die haben einen extrem starken Willen oft einmal. Okay? Die haben einen ungefilterten Willen. Der ist nicht behindert oder blockiert von, oh, ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich bin zu klein. Sondern der ist einfach, hey, ich will das und ich mache das jetzt. So. Und diese Willenskraft oder diese Energiestärke kann man auch trainieren mit einer ganz einfachen Übung. Man stellt sich vor, man steht am Ufer von einem See, von einem echt großen See. Und dann nimmt man einen Stein vom Boden und fühlt einmal das Gewicht von diesem Stein. Und dann geht man her und schmeißt diesen Stein, so weit man halt kann, in diesen See. Flatsch.
Passt, dann nimmt man den nächsten Stein. Fühlt das Gewicht richtig schwer. Schmeißt den Stein. So, und Ziel ist es, zuerst primäres Ziel, den Stein, vielleicht in dieser Größe oder noch größeren, bis ans Ende vom See zu werfen. Primäres Ziel. Das heißt, du nimmst irgendeinen Felsen, hebst den auf und schleiderst den außen. Und du wirst merken, am Anfang hast du keine Power in deinem Kopf. Deine Gedanken sind so schwach und lasch, dass dieser kleine Stein nur ein paar Meter fliegt. Oder du kriegst den Stein nur ein paar Meter raus. Ja, im Laufe der Zeit wirst du stärker, schnappst dann den Stein, fühlst das Gewicht und PÄM! Drisch den raus, okay? Und das Ziel, das Endziel ist, den Stein so rauszuwerfen, dass er verglüht. Überm See. Dass er einfach verglüht. Du nimmst das Ding, puff! Und lernst wirklich kraftvoll in kurzer Zeit viel Energie zu transportieren. Das heißt, du wirst geistig stärker, du wirst von deiner Willenskraft stärker und du wirst energetisch stärker. Du kannst plötzlich Energie, schwere Energie greifen, aufheben und was damit machen. So, und das sind Muckis auf der Astralebene. Das sind geistige Muckis auf der Astralebene. Damit kannst du jedes kleine Wesen herwatschen, einfangen, festhalten, irgendeinen Knoten draufbinden und dann Luftballon drauf machen. Okay, das geht. Willenskraft, Bewusstsein, Fokus. Okay, so, und mit dieser Übung kannst du das eben trainieren. Wirf Steine, das kannst du am Abend machen. Beim See Steine werfen, bis du schaffst, sie zu verglühen. Okay, das ist das Ziel. Ja, weil dann kannst du jede Wesenheit, die irgendwie deppert wird, so patz ins Universum schießen. So, Wesenheit, aha, bam! Und weg ist er. Da kriegt er Dätschen in so kurzer Zeit. Deswegen auch Gedankengeschwindigkeit. Die Wesenheiten lesen unsere Gedanken mit und hören unsere Gedanken mit. Okay, das ist für die ganz normal. Wenn du denkst, hören sie das ganz normal, so als würdest du reden. Und wenn du dir einen Plan ausheckst, wie du dieses Wesen jetzt loswerden wirst, dann hört das Wesen in dir, wie du einen Plan ausheckst, wie du es loswerden wirst. Das ist ein bisschen lahm, okay? Das heißt, geh ins Christuslicht, geh in die Gedankenstille und eben red dann mit diesem Wesen. Und eben, wenn es blöd wird, kannst du es einmal nehmen, weil du trainiert bist, einmal nehmen und dann mal auf die Seiten stellen und sagen, hey, ich bin kein Schwacher, ja, ich bin ein Starker. Okay, wir müssen auf einer Ebene arbeiten, sonst gibt es ein Problem. Ja. Und einfach in der Liebe bleiben. Ja. Aber so kann man eigentlich mit fast allen Wesenheiten arbeiten. Alles, was alt und hässlich ist, ist schon von früher und war vorher Licht. Braucht man nur erinnern. Und energetischen Müll muss man einfach entsorgen. Okay, den entsorgt man dann einfach. Und alle Archetypen oder inneren Kinder, die hässlich worden sind durch traumatische Erlebnisse, den muss man nur lieben. Lieben, lieben, lieben und integrieren und annehmen. Ja, bis sie wieder drin sind. Bis sie wieder die Seelenanteile, die quasi da verdrängt worden sind, wieder drin sind. Genau. Okay, so. Ich würde sagen, das war jetzt einmal mein Fachvortrag eben zum Thema Wesenheiten. Und ja, wenn euch das näher interessiert, schaut es auf meiner Facebook-Seite, meldet euch bei mir, geht es in meine Ausbildung, was auch immer. Schaut euch das an, waldguru.at. Und ja, und ihr könnt mich jederzeit kontaktieren und Fragen stellen. Ja, und jetzt machen wir die Fragerunde. Dafür werde ich diese Aufnahme jetzt aber mal kurz beenden und dann starten wir die Fragerunde. Und wenn die auch irgendwie cool ist, können wir sie ja noch auftun oder eben nicht, je nachdem. Okay, also dann wünsche ich euch einmal eine schöne Zeit auf YouTube oder wo ihr immer mich seht und Gottes Segen auf all euren Wegen.